Ein Wagen kommt. Weiterverfolgen. استدر إلى اليسار، إلى اليسار. Yo, YouTube. Ich nutze mal kurz die Zwischensequenz, um euch Hi zu sagen. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Modern Warfare Remastered. Und genießt einfach das Spiel. Ich halte jetzt die Klappe und weiter geht's. استدر إلى اليمين عند التقاطع النهائي. التواصل لا يأتي إلا بالعبودية. لن نكون عبيدا. استدر إلى اليسار، إلى اليسار. Das ist so ein geiles Intro für ein Spiel. Voll in die Fresse, Mann. Holy shit. هكذا ابتدأ.
Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiffoperation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Nikolai, bester Mann. Let's go. Die Loyalisten erwarten uns etwa 1/2 Kilometer nördlich. Abrücken. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Das ist klar. Waffenfreigabe. Ziel erledigt. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten voraus sein. Kamarov und seine Männer warten in einem Feld nordwestlich von hier. Jemand zu Hause? Sneaky, sneaky, hallo? Soap, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Alles klar. Gute Nacht. Er ist erledigt. Erledigt. War's schon alles? Wozu habe ich die Klammer hingestellt? Ich meine, ich möchte möglichst viel, was im Spiel gesagt wird, auch tun und nicht einfach nur vorrennen, durchpreschen. Ich weiß, dass man das Spiel auch so spielen kann. Aber ich will schon sehen, was das Spiel zu bieten hat. Nur das hat irgendwie mit der Klammer nicht wirklich funktioniert, meine Freunde. Deine Ideen waren mal besser, Gas. Riechst du das, Gas? Ja, Kamarov. Willkommen im neuen Russland, Captain Price. Was ist das Ziel? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Ultranationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Das ist so krass, dass wir eigentlich nur zu dritt unterwegs sind. Captain Price, Gas und ich. Hier lang. Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Scharfschützen in Position. Gas, die linke Flanke decken. Verstanden. Decke linke Flanke. Soap, wechseln Sie zum Scharfschützengewehr. Ich habe tatsächlich einen Sniper dabei. Nice. Soap, schalten Sie die MG-Schützen an den Fenstern aus, damit Kameras Männer das Gebäude stürmen können. Ist er tot? Meinst du? Let's go, baby. Scheiße, Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamerad. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor ihnen schützen. Hier lang.
Machen Sie hin, Kamarow. Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bahnen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten. Ich vertraue dir nicht, Russe. Какой статус? Сколько времени я тебе нужно? Ладно, я буду проживать. Verstehe dich nicht, Kumpel. Ich verstehe dich nicht. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Voll und ganz deiner Meinung. Auch nicht. Schade. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Oh Gott, sind das viele. Meine Sniper-Schüsse waren nochmal präziser. Aber mal ganz ehrlich, wer spielt eine schallgedämpfte M21? Gib mir eine M40 oder eine Intervention und wir sind im Deal, am Sprechen. Was auch immer. Gut, tot. Looptube. Captain Price, meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus. Und unser Informant? Dem läuft die Zeit davon. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. Okay, ich arbeite dran. Er ist aus dem Weg, Mann. So, die letzten drei Kugeln. Ich habe keine Munition mehr. Können wir jetzt weitergehen? Gut. Wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Okay, let's go. Steht nie einfach so ein Auto rum. Mitten in der Stromversorgung. Läuft bei euch. Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Das Haus. Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. So, Gas. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informanten was passiert. Na dann, los. Setz dich in die Ecke, mein Freund. Gas ist absolut heimgegangen. Bester Mann, ey. Zeig dem, wo es lang geht. Und jetzt geht's wieder ab. 3 gegen die Welt, oder was? Ah, ne, hier scheinen noch ein paar andere Verbündete zu sein. Unsere Verbündete oder Russenverbündete? What the heck? Boah, ich lauf mal vor. Das war nicht so geplant. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen Druck aufbauen, ein bisschen stürmen hier. Let's go. Ja, Wichse. Da war da was. Erledigt.
Okay. Verbündete. Scheiße Bewegung. Vielleicht lebt er noch. Let's go. Gas auf die Rückseite und unterbricht die Stromzufuhr. Alle anderen bereit machen. Abflug. Sehr, okay, sehr gut. Strom unterbrochen. Los! Victor! Diese Nachtsichtgeräte machen es einfach. Geh mal gucken. Holy shit. Du Wichser. Ah, gut. Nikolai. Und ich nehme ich mich in Acht. Von dir. Holy shit. Что вы хотите? Что вы? Спецвойска? Er ist es. Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, und ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Noch sind wir nicht draußen, Big Bird, Kumpel. Bravo 6 hier, wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1, over. Bravo 6, Big Bird hier, sind auf dem Weg, Ende. Los geht's, los geht's! Mal rein hier. Haben die Amerikaner schon Al-Assad angegriffen? Nein, ihre Invasion beginnt erst in ein paar Stunden. Wieso? Die Amerikaner machen einen Fehler. Sie werden Al-Assad niemals lebend kriegen.